Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Saalbach. Wer schon mal den Panorama-Trail gefahren ist, hat bestimmt mal gemerkt, dass da so ein Schild steht. Und dieses Schild zeigt zum Höllentrail. Was mit dem Höllentrail auf sich hat, wie man da ungefähr hinkommt und ob sich das Ganze wirklich lohnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran und bis gleich auf dem Höllentrail. Höllentrail. 2,5 Kilometer. Ah, der Abschnitt wäre so cool noch. Ja, aber dann finden wir den Weg nicht mehr. Also den, wie wir finden, einfachste Weg ist einfach den Panorama-Trail bis zu diesem Abschnitt hier zu fahren und dann den Schildern zu folgen. Da soll dann auch noch so ein komisches Haus sein und lasst euch nicht verunsichern. Der Weg ist schon relativ weit und man hat irgendwie das Gefühl, man fährt auch komplett aus Saalbach raus. Aber man kommt tatsächlich irgendwann am sogenannten Höllentrail an. Von nirgendwo. Super. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier lang müssen, oder? Hier lang müssen, ja. Also andere machen wir von hier. Der ist halt irgendwie nicht richtig ausgeschildert, ne? Steht da ein Schild? Ja. Und das war's. Ich glaube, wir sind fast in Leo gegangen. Im Gefühl. Echt? Ja, ich kenne. Über Dingswege hier soll man noch fahren. Locker 2,5 Kilometer. Ich habe aber auch dieses Spielhaus. Was war das Spielhaus? Spielberghaus. Wo war das denn? War das vielleicht diese Alm da? Ich glaube nicht, dass hier noch was kommt. Wo willst du denn lang? Ich will auf keinen Fall uphill fahren, aber ich habe, glaube ich, so oder so verkackt, weil wir gleich eine lange Tour zurückfahren müssen mit dem Downhill. Leute, auf der Suche nach dem Höllentrail ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob der von hier runterkommt. Keinen Plan. Ja, das heißt, wenn ich Pech habe, fahre ich gleich mit dem Downhiller richtig langen Weg zurück. Eine Tour. Nicht? Doch, aber wir sind hier mitten im Berg. Ich glaube, wir müssen richtig viel Uphill fahren. Also für dich geht das ja noch. Du meintest du nicht 13 Höhenmeter? Hm? Der Trail. Aber wir sind ja dann im Tal und da müssen wir irgendwo hin. Aber ich dachte nicht, dass wir so weit weg sind. Ich auch nicht. Angeblich soll der ja in Saalbach auch rauskommen. Aber hier ist Saalbach, Wanderweg. Steht da eine Stunde. So, wir haben, glaube ich, den Weg gefunden. Da unten ist das Spielberghaus. Und hier geht auch so ein Trail runter. Aber ich habe so das Gefühl, dass das eher so ein Tour-Ding ist. Ausprobieren. Ja, ausprobieren. Lachen. Freu dich.
Yay. All die Strapazen gleich für einen 400 Meter Trail. Schön. Schau mal da, da ist der Start. Was? Tatsächlich geschafft zum Höllentrail. Hier ist direkt wieder eine Drop-Batterie für die Michi zum Üben. Ah ja, okay. Ist entspannt. Rot ist der Höllentrail übrigens. Da oben steht irgendwie von Propane ein Bus. Wir hoffen, dass der wirklich im Tal in Saalbach ankommt irgendwo. Aber der ist halt nur 400 Meter lang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 400 Meter nur bis nach unten brauchen. Wir werden sehen. Ich glaube auch, man braucht für das danach keine Geschwindigkeit. Meinst du? Nee, also keine Ahnung, was da kommt. Interessant. Ah, ist doch gar kein Uphill hier. Halb so wild. Das war's. Ist cool, das Stück, aber halt extrem kurz, ne? Das ist ja so Deutschland-Trail, ne? Ja. Also war schon cool, fand ich. Ja, war kurz. Aber ja, das ist halt jetzt wie ein Home-Trail fahren. Ja, und jetzt fahren wir den Trail runter. Aber war cool eigentlich, ne? Ja. Ja, solange es bergab geht, meckere ich nicht mit dir. Ja, wie ihr seht, ist der Höllentrail wirklich ein ziemlich kleines Ding. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob sich das so wirklich gelohnt hat. Immerhin, wenn ihr dieses Video geschaut habt, wisst ihr, ob sich das für euch lohnt oder halt eben nicht. Das Ding ist halt wirklich sehr, sehr kurz und man braucht danach ein gutes Stück Rückweg. Der Rückweg ist zwar entspannt, weil es nur bergab ist, aber nichtsdestotrotz spart man einfach ein bisschen Zeit, wenn man einfach vor Ort bleibt und Lift für Lift nehmen kann. Aber da wir hier ein paar Tage unterwegs waren, wollten wir uns auch sowas halt mal anschauen. Und da man einfach kaum irgendwie Videos dazu findet, dachten wir so, hey, lass uns einfach mal dahin hinfahren und einfach mal das Ganze aufnehmen.
Ich hoffe dennoch, der kleine Trip hat euch gefallen und Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns, macht's gut, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.